An einem historischen Ort im Johanneum, einem Anbau des Dresdner Schlosses am Neumarkt, hat seit 1956 das Verkehrsmuseum seinen Sitz. Gleich am Eingang ist die Autoabteilung. Vor- und Nachkriegsfahrzeuge sind ausgestellt. In der kleinen Eisenbahnabteilung stehen nur wenige Originale. Die beengten Verhältnisse lassen nicht mehr zu. Im Nachbarraum wird die Straßenbahngeschichte erzählt. Viele Exponate stehen im Museums BW Altstadt. Der Kustos für den Schienenverkehr, Sven Bracke, betreut die Sammlung. Wir befinden uns in einem der beiden Eisenbahndepotgebäude des Verkehrsmuseums. Und zwar in der Lokwerkstatt, dem sogenannten Haus 5 des BWs Dresden-Altstadt. Es waren also ursprünglich mal 4 Rundhäuser, die zwischen 1878 und 1900 entstanden, und eine in den 1920er Jahren aufgebaute Lokwerkstatt. Und das ist dieses Gebäude, in dem wir jetzt hier sind. Es befinden sich einige unserer Schienenfahrzeuge hier, hauptsächlich Diesellokomotiven, einige Dampflokomotiven und auch noch einige Besonderheiten. Es ist nur ein Teil, denn das Verkehrsmuseum verfügt insgesamt über ca. 120 originale Schienenfahrzeuge, von denen wir mehr als die Hälfte an andere Vereine und Museen ausgeliehen haben. Hier steht auch ein großer Hecht. In den 30er Jahren werden 35 Hechte in Dienst gestellt. VDM-Mitarbeiter Norbert Kuczynski kennt die Vorzüge des Hechts. Der große Hecht, das war einer der ersten modernen Wagen, die in der Zeit gebaut worden sind. Bis in die 70er Jahre sind Hechte noch im täglichen Betrieb. Ja, wir sind hier in der Kabine. Hier links von mir sind die verschiedenen Knöpfe für Fahren und Bremsen. Wie gesagt, einfach Fernbedienung, elektromechanisch gesteuert, und die Knöpfe für die Weichenbedienung. Rechts haben wir die Handbremse, und dann gibt es noch ein paar kleine Sachen, wie hier zum Beispiel die fernbedienende Tür, fließend auch Einlage für die erste Tür. Neben dem großen Hecht gibt es auch den kleinen Hecht. Ab Mitte der 30er Jahre wird die zweiachsige Variante in Dienst gestellt. Auch der kleine Hecht bleibt bis in die 70er Jahre im Einsatz. Der Wagen 1820 ist fahrfähig und zeigt sich im Zustand der letzten Betriebsjahre. Regelmäßig rollt er bei Sonderfahrten. Im Depot in der Trachenberger Straße ist das Straßenbahnmuseum untergebracht. Was noch fahren kann, ist regelmäßig im Sonderverkehr. Dieser Triebwagen hat seinen Ursprung im Jahre 1913. Der Beiwagen stammt aus dem Jahre 1925. Die vielen Exponate warten auf den nächsten Einsatz. Der Triebfahrzeugführer Sven Wierig kümmert sich seit Jahrzehnten um die alten Schätze. Also wir haben derzeit 38 historische Straßenbahnwagen. Der älteste ist von 1902 bis zum jüngsten von 1985, der T6A2, der hier rechts neben mir steht. Haben wir im Prinzip die ganze Palette der Dresdner Straßenbahngeschichte zu bieten, unter anderem auch den großen Hecht von 1931. Und der ist, wie viele andere Museumsstücke, betriebsfähig. Oft wird der alte Triebwagen für Sonderfahrten angemietet.
Das ist unser ältester Triebwagen von 1902, der Berolina Triebwagen 309. Ist fahrfähig, darf aber allerdings nur im Sommerhalbjahr fahren, weil Sie sehen, es ist alles offen. Früher stand der Fahrer im Freien. Das kommt doch ein bisschen von der Pferdebahn. Die hatten ja ihre Zügel in der Hand, die Pferde davor. Und da wollten die Fahrer früher keine Scheibe haben. Das ist erst später nachgerüstet worden. Das Dresdner Straßenbahnmuseum mit einer Sammlung, die sich sehen lassen kann. Dresden war die Hochburg für Tatra-Wagen vom Typ T4D. 1968 beginnt die Serienlieferung. Bis 1984 werden es 572 Trieb- und 250 Beiwagen. Doch auch im Elbflorenz ist die große Zeit der Tatras bereits abgelaufen. Nur im Berufsverkehr oder für Sonderleistungen wird noch gefahren. Die erste Dresdner Tatra T4D ist noch erhalten. Er trägt die Wagennummer 2000. Sven Wierig fährt heute den Museumszug. Wir sind hier mit dem Prototyp des T4Ds unterwegs von 1967. Das ist also der allererst gebaute T4D für Deutschland gewesen. Das Ganze auf Ansinnen der Dresdner Verkehrsbetriebe, die im Prinzip ein modernes Fahrzeug brauchten, aber die damals in der GSR angebotenen Fahrzeuge zu breit waren. Also der Vorgängertyp T3 ist 2,50 Meter und der T4D 2,20 Meter. Der Museumszug zeigt sich in seiner Ursprungsausführung in rot-weißer Lackierung. In verschiedenen Varianten wird ab 1992 ein Großteil der Dresdner Tatra-Flotte modernisiert. Bereits ab 1988 werden die Fahrzeuge statt in Rot-Weiß in den Dresdner Stadtfarben Gelb-Schwarz lackiert.